Hey Freunde, was geht ab? Ich soll eine Farbe wählen und da nehme ich natürlich die rote Farbe. Let's go. Was? Das war die falsche Farbe? Oh mein Gott, okay. Dann muss ich, glaube ich, dann die blaue Farbe nehmen, Freunde. Let's go. Oh, das war anscheinend die richtige Farbe. Gefällt dir das Spiel? Ja oder nein? Ja, klar. Mir gefällt das Spiel. Ich hoffe, dir gefällt auch das Video. Also lass unbedingt ein Like da. Und wir müssen jetzt ausrechnen. 3 plus 1 sind entweder 2 oder 4. Ist ja auch ganz klar. 3 plus 1 ist 4. Hä, warum bin ich gestorben? Hä, gefällt dir das Spiel? Ja, mir gefällt... Hä, warum bin ich denn gerade gestorben? Ach, ich darf nicht in diese schwarzen Dinger reinrutschen. Okay, und jetzt springe ich mal hier. Und jetzt kann ich in 3 plus 1 gehen. Das sind ja 4. Ich springe hier. Ah, so funktioniert das. Und was steht hier? Wähle, welche Farbe hat dieser Stuhl? Entweder grün oder gelb, Freunde. Hat der grün oder gelb, was in grün geschrieben ist? Na klar, grün, was in gelb geschrieben ist. Da lassen wir uns doch nicht verunsichern, oder, Freunde? Und hier ist die nächste Rutsche. Was ist hier jetzt? Robux oder so? Ich gebe hier keine Robux aus. Gefällt dir dieses Spiel? Ja, also ein Daumen nach oben, liebe Freunde. Oder nein, natürlich. Also ich finde es bisher cool. In Backroom-Optik und so. Und ich finde das immer richtig cool, wenn man so ein Spiel hat mit so Rutschen, wo man sich entscheiden kann. Und hier steht Regenbogenschweife. Nein, wir wollen nichts mit Robux holen. Muss man hier runtergehen. Vorsichtig hier rüberspringen. Wir wollen hier ja nicht sterben, liebe Freunde. Und jetzt gehen wir natürlich die Leiter hoch. Und 50 durch 50 ist 1. Aber, ach, das ist 50-50. Dann gehe ich in rosa rein. Das ist näher an meiner Farbe rot, liebe Freunde. Und ich glaube, so wie das aussieht, war es auch richtig. Und ihr kennt ja immer, wenn man im Labyrinth ist, rechts lang gehen. Wenn es da keine Insel drin gibt, findet ihr so immer den Ausgang. Also immer rechts lang laufen und dann müsstet ihr schon was finden. Hier ist irgendwie was. Ich habe irgendwas gefunden. Keine Ahnung, was es ist, aber ich habe es gefunden. Let's go. Ah, hier ist eine Säule. Ja, fresh, fresh, fresh. Wir sind in den Backrooms. Eine Portalwaffe. Ah, nee, für Robux. Dann lieber doch nicht. Also hier einmal runterrutschen und let's go. Was ist das denn jetzt hier? Also 7 mal 3 sind 7, 14, 21. Let's go. Wir rutschen hier runter, liebe Freunde. Und, hä, jetzt bin ich ja gestorben. Warum das denn? Hä? 7 mal 3 sind 21. Ist doch richtig. Ist doch richtig. Okay, wir gehen nochmal rein. Let's go. Und ich spring mal. Hä, jetzt bin ich hier runtergefallen. What? Ich glaube, ich habe ein Level übersprungen. Ich glaube, ich habe ein Level übersprungen. Okay. Willst du lieber ins Capybara-Chat oder ins FNAF-Ding? Ich glaube, so ein Capybara-Chat ist, Giga-Chat ist cooler. Okay. 9, 92 mal 9 sind 920 minus 930. Ich habe keine Ahnung. I don't know, Freunde. Ich habe doch keine Ahnung. Irgendwie ungefähr 930. Oh, ich bin jetzt... Warum bin ich hier runtergefallen? Warum bin ich hier runtergefallen? Okay, aber ich bin jetzt wieder da. Wir müssen hier über diese Obby rüberlaufen. Und jetzt, wer ist besser? SpongeBob oder Mario, Freunde? Ihr wisst es, ich finde SpongeBob nicht ganz so cool. Aber anscheinend ist Mario ein Mörder. Deswegen muss ich dann doch lieber in SpongeBob reingehen. Wir gehen nochmal über diese Obby ganz entspannt durch, Freunde. Und ich hoffe, ihr habt euch alle ein bisschen Popcorn, Chips oder was Schönes zu trinken mitgemacht, weil... Wir laufen hier ganz entspannt durch dieses Spiel durch und das Video wird noch eine ganze Weile dauern. Ihr könnt ja auch immer gerne mal in die Kommentare schreiben, einfach unten reinschreiben, was ihr hättet gewählt. Also ich will hier definitiv nicht den Tod, sondern hier diese Rutsche. Ab geht's und Cola oder Wasser, liebe Freunde. Ich habe hier natürlich Wasser. Ihr seht es jetzt nicht, weil die Flasche grün ist. Aber ihr habt es ein bisschen gesehen. Ich trinke richtig viel Wasser. Aber Cola schmeckt natürlich auch gut. Ihr dürft hier jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde Cola so richtig einmal so als Genussmittel so richtig gut. Schmeckt richtig lecker. Aber würde ich jetzt nicht dauernd halt mehr trinken. Aber als Kind habe ich das immer gemacht. Ich habe nur Cola getrunken. Jahrelang immer nur Cola getrunken. Egal was. Shrek, dieser rote von Angry Birds oder die beiden, die sagen mir gar nichts mehr, aber die kenne ich auch. Aber ich bin Team Shrek, Freunde, let's go, Shrek Army hier am Start und die anderen beiden, da ist die Figur von Five Nights at Freddy oder wie das Spiel heißt, Freunde, soll ich das auch mal spielen? Bin ich nämlich tatsächlich am überlegen, aber irgendwie ist die Rutsche nicht so gut, man rutscht hier immer in den Tod rein, das ist irgendwie nicht so ganz knorke, Freunde. Let's go, wir springen hier rüber. Aber das funktioniert anscheinend nicht. Und Sprung, Sprung, Sprung.
Hier einmal durchlaufen und jetzt hier ausspringen. Und hier ist einer von den Backrooms. Wie das Spiel, please? Why this game, please, meinte er, glaube ich. 20 durch 5 sind 4. I don't know oder I don't know. Freunde, wenn da was Blaues und was Rotes ist, gehe ich natürlich ins Rote rein. Ich bin eine Bapo. Wir sind in der #Bapo-Bande. Die Bapo-Bande hält zusammen, egal was passiert. Wir gehen natürlich ins Rote rein. Und es war anscheinend auch richtig so, Freunde. Was ist besser, blau oder rosa? Einen Burger oder einen Apfel, Freunde? Sorry, gerade eben noch einen auf Cola ist nicht so gut gemacht. Aber jetzt gehe ich natürlich in den Burger rein. Kein Burger, ja Apfel. Mhm. Ey, Freunde, ich finde Äpfel tatsächlich gar nicht mal so geil. Es gibt die sauren Äpfel, die sind ja mega sauer. Und ja, ich mag so viel Säure nicht so gerne. Und dann gibt es natürlich die anderen Äpfel und ich finde die einfach viel zu süß. Deswegen den Burger, weil der ist lecker schmecker, Freunde. Nicht anfassen, machen wir natürlich und wir sterben. Wie soll es auch anders sein? Natürlich sterben wir. Aber wir gehen hier erstmal in die Backrooms und machen hier weiter, Freunde. Backrooms, na, rot oder blau, Freunde, ihr wisst es. Ah, ich kann es hier gucken. Ich kann hier gucken. Blau, hä? Ich habe aber jetzt nicht so ganz verstanden, was richtig ist. Ich habe nur verstanden, dass wir hier eine richtige Runde rutschen. Ah, das war doch das Richtige. Wähle das Richtige. Android oder iPhone, liebe Freunde. Ich nehme natürlich Android, weil ich habe ein Android und ich habe mein Handy gerade so weggeschmissen, weil ich #Werbung natürlich die Bapo-Handyhülle habe. Link in der Videobeschreibung, da ist mein Merchandise-Shop. Da könnt ihr euch das ganz gerne mal kaufen. Gibt es für alle möglichen Handys. Einfach mal vorbeischauen, Freunde. Und jetzt gehen wir hier rein, Freunde. Ich finde die Farbe grün auch richtig schön. Na, aber ich wollte mir jetzt eigentlich nicht abgucken, wie das funktioniert, Freunde, aber anscheinend, ja, ich bin ehrlich, ich wollte in grün reingehen, ich gehe in grün rein. Na, was wird das denn jetzt hier? Komm, ich will in grün reingehen, let's go, und grün fällt einfach runter. Nein, Freunde, auch da sehe ich ja alle Lösungen, let's go. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns, wir sind erst in Stage 21 und ich glaube, es gibt 50 Stages, Freunde. Wir gehen jetzt in die rosane Stage rein. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen Shop. Schneller Game Pass. Nein, das brauche ich gar nicht. Ich bin nur schnell genug hier. Und was ist das hier? Du kannst durch die dunkle Wand gehen. Okay, dann ist das ein Hinweis. Und PewDiePie oder Mr. Beast, Freunde? Wer hat mehr Abonnenten? Das ist Mr. Beast. Der hat PewDiePie eingeholt. Freunde, ich weiß gar nicht, ob ihr PewDiePie kennt. Ist ein ganz alter OG-YouTuber aus Schweden. Der macht auf Englisch Content. Der ist erst vor einem Jahr oder so nach Japan ausgewandert. Ich glaube, das ist ganz cool, Freunde. Da würde ich gerne auch mal hinreisen. Was ist besser, KFC oder McDonald's, Freunde? Ich war bisher in meinem Leben nur einmal bei KFC und das war dieses Jahr im Januar. Und ja, KFC hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich euch leider sagen. Da bin ich dann doch schon eher Team McDonald's, liebe Freunde. Schön den McFlurry bei McDonald's. Oh, das Eis bei McDonald's. Ich sag's euch. McFlurry, McSunday-Eis. Oh, lecker Schmecker, lecker, lecker Schmecker. Oder jetzt kürzlich natürlich den Grimace-Shake, aber den habe ich noch nie getrunken. Was ist scarier? Figger oder einen Fairy, Freunde? Ich gehe zum Fairy. Der ist natürlich, macht mehr Angst. Und nein, ich möchte mir nichts für Robux kaufen. Und hier gibt es irgendwie was Besonderes? Oder wie? Oder was? Oder was auch immer. Ah, was steht denn hier? Klettere hoch oder kaufe den VIP, um zum Ende zu kommen? Nein, nein, wir wollen nicht zum Ende springen. Wir wollen hier schon Spaß haben und das Spiel einfach spielen. Oh, hier fehlt doch was, oder? Nee. Wir laufen hier hoch. Stufe 25. Ach, da unten steht was. Ich habe erst 25% des Levels fertig des Spiels. Bin in Stage 25, das heißt, es gibt 100 Stages. Was ist besser, Bacon oder der andere? Hier, ich habe ganz vergessen, wie der heißt. Ich finde, Bacon ist cool, habe ich schon ganz oft gesagt. Die Baconhaare, na, mal so, aber Bacons sind schon cool. Ich glaube, ich muss hier rauflaufen. Go, der Hase, dann schaffen wir das mal hier. Kein Problemchen. Hier einfach hier rüberlaufen und dann klappt das auch. Wir sind jetzt, wie das Spiel, please. Ich denke, das Spiel ist ein bisschen buggy. Was ist besser, eine Katze oder ein Hund, Freunde? Ich glaube, die meisten gehen in die Katze rein, aber ich gehe zum Hund, Freunde. Und was der Hund finden die meisten besser? Nice. Was ist besser, Pfannkuchen oder eine Waffel, Freunde? Ich finde Pfannkuchen richtig lecker. Aber Waffeln sind auch super lecker mit Puderzucker. Eine warme, frische Waffel und dann vielleicht noch ein bisschen irgendwie Kirschen oder so drauf. Oh, Doors.
Was? Links oder rechts, Freunde? Ah, ich wollte eigentlich nach rechts gehen, aber dann gehen wir mal nach links. Links war sogar richtig. Okay, krass. Und was ist hier auf dem Boden? Weiß keiner. Wähle. Na, dann gehe ich doch mal nach rechts, Freunde. Wir sind einfach in... Oh, jetzt kommt Talking Ben einfach und will uns töten, oder was? Oh, meine Güte. Dann nehmen wir doch diese rosane Slide wieder. Rutschen hier runter und let's go. Jetzt geht... Ey, die Räume werden immer wilder. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wir sind erst in Stage 30. Wie soll denn das später werden? Jetzt gehen wir in die rote Stage, Freunde. Ich hoffe, das ist... Nein, es ist falsch. Nein, Wednesday Addams von der Addams Family. Dabei habe ich doch erst gerade deine Serie bei Netflix geschaut, Freunde. Und ich muss sagen, das war sogar mega cool, die Serie. Ich habe die ziemlich spät geschaut, aber kann ich jedem tatsächlich empfehlen. Hat mich ein bisschen an Harry Potter erinnert. Und ich bin ein ziemlicher Harry Potter Fan. Deswegen habe ich die Serie echt gefeiert. Und die war so ein bisschen... ja, Teenager-mäßig. Deswegen konnte ich mir die auch auf jeden Fall noch anschauen. Schwarz-Weiß oder Rot-Grün-Blau? Wir gehen Rot-Grün-Blau, Freunde. Und wir schauen weiter. Oh, da hinten ist eine Bananenschale, Freunde. Kommt die etwa von Banani? Ich hoffe nicht, Freunde. Ich hoffe nicht. Wir springen hier weiter und laufen weiter, Freunde. Let's go. Und wir gehen hier in die, ja, einfach in die linke. Ab zur VIP, zum VIP-Bereich. Und das war sogar richtig. Wir laufen hier durch diesen Schacht durch. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, hier durchzukommen, weil hier alles so eng ist. Ich glaube, das ist der falsche. Ich glaube, wir sollten lieber durch den rechten gehen. Und ja, wir hätten lieber durch das rechte gemusst. Naja gut, das weiß ich jetzt auch. Und wo bin ich jetzt? Ach, hier muss ich nochmal durch. Einmal hier hochklettern. Und, ah, hier gibt es sogar Candy. Nee, Shrek, sorry. Shrek. Das tut mir leid, da gehe ich lieber nicht hin. Was hättest du lieber, einen Robux oder Welthunger beenden, Freunde? Da würde ich lieber den Welthunger beenden. Ist doch ganz klar, als einen Robux. Einen Robux, ich habe eh schon Robux, aber lieber würde ich mein ganzes Leben hungern, als dass die Welt hungert. Ist doch ganz klar. Und hier habe ich jetzt einen richtigen Hardcore. Hier muss ich jetzt das richtige Level finden. Ich fange mal oben an. In grün ist falsch. Und ich glaube, gelb habe ich auch falsch gesehen. Oh Mist. Dann muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal weiter versuchen. Ich fange wieder oben an und gehe ins Rote, Freunde. Hä, wie komme ich denn nach oben? Komme ich nicht mehr nach oben? Okay, na gut, dann gehe ich doch ins Gelbe. Dann gehe ich doch ins Gelbe, aber ich glaube, das ist auch verkehrt. Ja, es ist verkehrt, Mist. Wie sieht es denn mit dem Braun hier aus? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Okay, glaube, das Weiße, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, ist die richtige Röhre. Ich hoffe, dass es was Weißes gibt. Ich schau mal rein. Ja, hier weiß, unten rechts. Das sah doch richtig aus. Das sah doch ganz, ganz schön richtig aus. Und ja, es ist richtig. Sehr gut. Wähle Among Us, Sass oder Rasen, Freunde. Ich gehe mit den Among Us. Let's go. Und es ist falsch, Freunde. Es ist falsch. Und der Talking Ben, der hat mich einfach gekillt, Freunde. Was soll das? Was soll das? Ich habe gar keine Ahnung. Aber macht nichts. Ich gehe jetzt hier in den Rasen rein. Wir rutschen hier runter. Wir haben schon immerhin... fast 37% hier fertig. Ich gehe natürlich in die rote Slide, wenn da nichts steht. Ist ja ganz klar. Und, oh, hier ist Five Nights at Freddy mit den Doors Eyes und dieses Meme, Leute. Okay, damit konnte natürlich keiner rechnen. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal... Ah, kann ich hier auch runterrutschen? Let's go. Geht das auch noch oder nicht? Hä? Warte mal, ist da noch eine Slide? Enderman von Minecraft will mich hier killen. Aber Freunde, warte mal, was ist hier oben? OP-Free-Ausrüstung beanspruchen. Jetzt habe ich Schuhe, oder was? Yo, fresh! Jetzt habe ich einfach frische Schuhe. Oh, warte mal, hier durch die Wände kann man doch durchgehen. Ah, hier ist die richtige Rutsche. Let's go, das haben wir doch noch gelernt. Und was ist hier? Natürlich gehen wir in die rote Slide rein. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Und hier ist schon das nächste. Ich glaube, das ist in den Raum, wo ich gekillt werde. Exit und ja... Da habe ich wohl das Falsche... Habe ich das Falsche gewählt oder war das das Richtige? Ich habe keine Ahnung. Oh, das war das Richtige. Schwierigkeit wählen. Schwer oder Albtraum? Na, wir gehen natürlich in den Albtraum rein. Let's go, Freunde. Ich glaube, die anderen Level sind eh, wo wir sterben würden. So wie ich jetzt. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Oh, jetzt kann ich auch nicht mehr... Hier, mein Bonus hier habe ich gar nicht mehr. Ich gehe natürlich in die goldene Mitte, die zufällig auch rot ist, so wie mein Barpo-Hoodie. Let's go. Da gehen wir natürlich ganz entspannt einfach in meine Farbe rein, und zwar in rot. Ananas auf Pizza. Ich sage ja. Ich sage, das kann man machen. Ich sage, ich habe es auch schon ganz oft gemacht. Ich sage aber auch, man muss aufpassen, weil es heiß ist. Die Ananas ist immer ziemlich heiß.
Deswegen verbrennt man sich seinen Mund daran. Aber ansonsten, so ein bisschen was Fruchtiges auf der Pizza finde ich gar nicht schlecht, Freunde. Und jetzt gehen wir mal hier in der Mitte durch. So ein bisschen gruselig aus. Und ja, es ist gruselig. Wednesday Addams aus der Addams Family. Wednesday, wolltest du mit mir ein Date haben? Oder nein, Wednesday will kein Date mit mir. Sie will mich einfach umbringen. Sie will mich umbringen. Naja, gut, Wednesday, das werde ich mir merken. Dann gehe ich halt mit, oh, wie hieß die Blonde nochmal? Ich habe es vergessen, Freunde. Ich bin ganz schlecht in Namen merken. Oh, ich bin ganz schlecht in Namen merken. Das müsst ihr mir jetzt in den Kommentaren schreiben. Wie heißt Wednesdays Freundin, ihre Zimmerpartnerin, ihren Roommate? Wie hieß die denn, die Mitbewohnerin? Enid. Genau, Enid. Ihr braucht es nicht mehr in die Kommentare schreiben. Enid hieß sie, ne? Enid. Hä, wie kann ich denn hier überleben? Enid? Wie kann ich hier überleben? Enid, schreibt es in die Kommentare. Sprung? Ah, okay. Ich muss ganz, ganz profimäßig von der Kante springen. Oha. Oha, jetzt wird's aber richtig schwer. Habt ihr gesehen? Und Sprung. Oh, 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 hoffentlich habe ich das jetzt richtig. Ich nehme mal gelb. Ich nehme mal gelb und sonst nehme ich jetzt gleich orange. Nein, Bett, Bett, Bett. Hör auf. Wuff, 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 wuff. Nein. Oh Mann, er hat mich schon wieder erwischt, Freunde. Dann muss ich jetzt hier nochmal springen und das Level war echt schwer. Es ist wirklich schwer und ihr seht, es ist wirklich schwer. Also auf grün rauf, auf gelb rauf. Oh, ganz knapp und Sprung. Oha. 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 Und ins Orangene rein. Let's go. Und ist es richtig. Und wer liegt hier denn? Ich bin verloren. Nein, du bist in der Hashtag-Barpo-Bande. Die Hashtag-Barpo-Bande hält immer zusammen, egal was passiert. Und ich glaube, ich muss jetzt hier... Kann ich nochmal rutschen? Oder ist das hier ein Trick oder wie? Muss ich hochklettern? Ah, für beides richtig gewesen. Richtig am Trollen hier. Richtig am Rumtrollen. Und hier sind noch irgendwelche Sachen. Und ich glaube, ich kann durch eine dunkle Wand durch. Und das hier ist eine dunkle Wand. Und let's go. Ey, das ist ja gemein. Das ist ja richtig gemein. Wo ist denn der Ausgang? Ach da, gelb. Let's go. Ich hoffe auch, dass das der Ausgang ist. Wir springen hier runter und ins nächste Level. Ja, moin. Einfach hier runter. Und dann mit dem Dampf wahrscheinlich nach oben. Aber was ist der richtige Dampf? Der in der Mitte? Ah, rot ist meine Farbe. Und Five Nights at Freddy sieht es ein bisschen anders, Freunde. Aber für uns gar kein Problem, Freunde. Dann nehmen wir einfach mal die blaue Seite, Freunde. Wir sind ja immer ein Junge und deswegen nehmen wir jetzt hier schön die blaue Seite. Let's go. Die Lieblingsfarbe von den meisten Jungs ist blau. Und wir haben es geschafft. Wer ist besser, Skibidi-Doo oder Cameraman? Freunde, ich bin auf der Seite der Kameramänner. Es tut mir leid. Ich bin auf der Seite der Kameramänner und ich glaube, die meisten sind es auch. Tür 49, Freunde, hier steht verlassen. Let's go. Und wo rutschen wir hin? Wo rutschen wir hin? Oh, was? Das ist ein neues Dropper-Spiel. Oh mein Gott, aber wir springen hier einmal runter. Oh, du meine Güte. Das sieht richtig fresh aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und hier muss ich die Dropper überleben, Freunde. Das ist schon eine coole Sache, Freunde. Ich würde sagen, wenn ich dieses Dropper-Spiel ausspielen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen dicken, fetten Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut natürlich auch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.